Wir Menschen führen unser Leben in der Regel an Land auf dem Erdboden. Ins Wasser begeben wir uns, um uns zu waschen oder einem Hobby nachzugehen. Viele Menschen schwimmen zum Beispiel im Meer, während andere sogar einen Schritt weitergehen und die Welt unter Wasser erkunden. Und wieder andere Menschen besuchen die Unterwasserwelt aus Forschungszwecken und versuchen zu verstehen, was in dieser völlig anderen Umgebung passiert. Denn letztlich ist es nichts anderes als eine fremde Welt, von der der Mensch wenig weiß. Umso erstaunter zeigen wir uns, wenn es um die teilweise sehr seltsamen, mysteriösen sowie wundersamen Entdeckungen und Beobachtungen geht, die Taucher unter dem Wasser gemacht haben. In diesem Video entführen wir dich in eben jene fremde Welt und bringen dir so einige geheimnisvolle Entdeckungen etwas näher, die dich ein ums andere Mal staunend hinterlassen werden. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und archäologische Entdeckungen? Dann zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Ein unbekanntes Wesen, das aus Eiern besteht. Als Taucher dieses Wesen unter Wasser entdeckten, staunten sie nicht schlecht. Aber würde dir das nicht auch so gehen, wenn dir ein riesiger, transparenter Seewurm begegnet? Das Ding sieht wirklich aus wie ein Alien und scheint auf den ersten Blick nicht von dieser Welt zu stammen. Meeresbiologen fanden heraus, dass es sich auch gar nicht um ein Lebewesen handelt. Was du siehst, sind die verbundenen Eier eines Tintenfisches, die sich in einer Masse fortbewegen. Die Eier selbst sind pink und wirken wie kleine leuchtende Perlen. In der Summe entsteht aber ein nicht zu glaubendes Unterwasserschauspiel, bei dem selbst Experten nicht genau klar ist, wie es dazu kommt und was sich die Natur dabei denkt. Vielleicht handelt es sich doch um die Eier eines Wesens, das ursprünglich gar nicht unter dem Meer heimisch ist, sondern sich dort lediglich eingenistet hat? Eine Qualle in Menschengröße. Wenn du dich tauchend unter das Wasser begibst, dann möchtest du eine Sache definitiv nicht sehen: ein Tier, das genauso groß ist wie du. Denn das bedeutet meistens schlechte Nachrichten. Viel lieber sind uns doch die kleinen, zierlichen Fischchen, die uns umgeben. Gehst du aber in Cornwall an der Küste von Falmouth tauchen, kann es passieren, dass dir diese riesige Qualle begegnet. Es handelt sich nicht um ein Fabelwesen, sondern um einen sehr realen Meeresbewohner. Die Qualle ist über 1,50 Meter groß und noch viel breiter als jeder menschliche Taucher. Sämtliche Meeresbiologen wurden auf den Plan gerufen und alle trafen die gleiche Aussage: Niemand von ihnen hat jemals eine so große Qualle mit eigenen Augen gesehen. Ob es sich um einen gefährlichen Vertreter der Spezies handelt? Ehrlich gesagt glauben wir nicht, dass sich jemals eine Person nahe genug an das Monster herantrauen wird, um dies herauszufinden. Die seltsamste Kreatur, die du je sehen wirst. Eben waren wir allesamt noch erleichtert, dass es sich bei dem transparenten Wesen nur um die Eier eines Meeresbewohners handelte. Leider hat das gute Gefühl nicht lange angedauert. Wir präsentieren dir eine nicht minder furchterregende Kreatur, bei der es sich um die fleischfressende Seeschnecke handelt. Klingt auf keinen Fall süß und sieht auch alles andere als niedlich aus. Diese Schnecke sieht eher aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Es erweckt in uns sofort unangenehme Gefühle, wenn wir sehen, dass das Wesen ohne Gesicht auskommt und seinen Kopf als eine Art Fangnetz einsetzt, um Beute zu machen. Wenn du die Schnecke nicht antreffen möchtest, solltest du keinen Urlaub auf Bali planen, auch wenn diese meistens auf dem Grund des Ozeans zu finden ist. Manchmal krabbelt das bis zu 150 mm lange Minimonster aber auch an der Küste herum. Der mysteriöse Unterwasserwald. Wenn du unter der Wasseroberfläche bist, erwartest du sehr viel, aber vielleicht nicht unbedingt einen mehr als 10.000 Jahre alten prähistorischen Wald. Eine überraschte Taucherin ließ diese Entdeckung geschockt zurück, vor allem als sie erfuhr, dass sie gerade einen Unterwasserwald in der Nordsee gefunden hat, der sich laut Experten einst über verschiedene Teile Europas erstreckte. Die tauchende Dame fand den Wald lediglich 300 Meter von der Küste Nordfolks entfernt, wo dieser vermutlich aufgrund des stürmischen Wetters im letzten Winter freigelegt wurde. Und wo wir beim Thema Winter sind: erste Forschungen lassen vermuten, dass dieser Wald mit seinen riesigen Eichenbäumen schon seit der Eiszeit existierte und in unmittelbarer Küstennähe für eine unglaublich lange Zeit unentdeckt blieb. Auch für einen Unterwasserwald ist das eine erstaunlich lange Zeitspanne. Der Fluss, der in die Unterwelt führt. Vieles, was mit der Kultur der Maya zu tun hat, wirkt oft mysteriös und unerklärlich auf uns. Vielleicht sollte es dich daher nicht verwundern, dass sich in der Nähe der Stadt Tulum ein kleines Gewässer befindet, das von den Bewohnern Cenote Angelita genannt wird.
Dies bedeutet kleiner Engel und klingt erst einmal ganz harmlos. Umso erstaunlicher ist es, dass sich in diesem Gewässer ein Unterwasserfluss befindet, welcher der Sage nach direkt in die Unterwelt führen soll. Der Fluss ist von einer dicken Gaswolke umhüllt, die nach verfaulten Eiern riecht und hochgiftig ist. Taucher, die sich hineinbegeben, müssen mit speziellen Taschenlampen ausgestattet sein. Insgesamt hält man es in dem Unterwasserfluss nur wenige Minuten aus, dann bleibt Tauchern nichts übrig, als wieder an die Oberfläche zu schwimmen. Betrachtest du den düsteren Fluss, dann glaubst du die Story mit dem Portal zur Unterwelt sofort. Der verwirrte Schiffshalter. Weißt du, was ein Schiffshalter ist? Es handelt sich tatsächlich nicht um eine Berufsbezeichnung, sondern um einen Fisch, der zum Beispiel an der Küste Hurghadas in Ägypten daheim ist. Dieser Fisch ist bekannt dafür, sich an größere Tiere, vornehmlich Haie, anzusaugen. Der Grund macht furchtbar viel Sinn. Schiffshalter wissen genau, dass Haie sie zu einer Mahlzeit führen. Was die Haie nach dem Verspeisen von anderen Unterwassertieren übrig lassen, reißt sich der Schiffshalter unter den Nagel. Diese Bilder zeigen allerdings etwas Überraschendes. Der verwirrte Schiffshalter saugt sich an einem Taucher fest, weil er diesen mit einem Hai verwechselt. Vermutlich fühlte sich der tauchende Mann geehrt, schließlich hat der Schiffshalter ihn gerade für den König der Meere gehalten. Aber würdest du nicht auch erstmal komisch gucken, wenn dir plötzlich ein Saugnapfisch am Körper klebt? Der gerettete Igelfisch. Siehst du als Taucher einen Igelfisch, dann wäre die natürliche Reaktion, schnell das Weite zu suchen. Kein Wunder, diese stachligen Kumpanen sind hochgiftig, können sich auf ihre zweifache Körpergröße aufblasen und dann attackieren. Wirst du von einem Stachel gepiekst, sind schlimme Schmerzen die Folge und schlimmstenfalls erleidest du sogar einen Schock und ertrinkst. Daher kann dieser Igelfisch sich glücklich schätzen. In seinem Maul hatte sich ein Haken verfangen, was einem tierlieben Taucher aufgefallen war. Es dauerte zwar einen Moment und sollte bestimmt schmerzhaft für das Tier sein, doch nach kurzer Zeit des Herumzerrens konnte der Mann den Haken mehr oder weniger glimpflich entfernen. Was uns so fasziniert, der Igelfisch hätte auch unter Panik attackieren können, doch er wusste um die Gutmütigkeit des Tauchers. Auch im Anschluss machte sich der Fisch lediglich schnell aus dem Staub. Alle Beteiligten haben Glück gehabt. Ein Walhai in Schwierigkeiten. Auch in der folgenden Story geht es um eine spektakuläre Rettungsaktion. Diesmal ist sogar ein Walhai beteiligt. Schon der Begriff Walhai klingt mächtig nach Ärger für eine tauchende Person. Hier war sogar eine ganze Familie tauchend vor Ort. Es ereignete sich an der Küste von Kaunolu in Hawaii. Ein kleinerer Babyhai hatte sich in einem dicken, schweren Seil verfangen und konnte sich nicht selbst befreien. Als der Vater der Familie sich näherte, blieb der kleine Walhai ganz ruhig, versuchte weder zu attackieren noch zu flüchten. Selbst als eine Säge zum Einsatz kam, wusste der Walhai genau, dass diese Menschen lediglich ihre Hilfe anbieten. Fälle, in denen Tiere sich menschlichen Kontakt gefallen lassen oder sogar aktiv nach Hilfe fragen, gibt es immer wieder. Und eben diese Fälle beweisen, wie eng die Verbindung zwischen Mensch und Tier sein kann. Dieser Mann wurde fast von einem Wal verschluckt. Es ist wie in der biblischen Geschichte rund um Jona und dem Wal. Doch dies hier passierte in unserer Zeit. Wenn du als Taucher im Wasser bist, kann es immer mal passieren, dass sich ein Fisch an dir festsaugt oder du angeknabbert wirst. Aber wer möchte schon komplett verspeist werden? Diesem Mann wäre dies fast passiert, als er mit seiner Crew im Osten von Kapstadt tauchen ging, um dort das Verhalten von Sardinenschwärmen zu dokumentieren. Bekanntlich suchen Wale genau solche Schwärme, um ihren Hunger relativ schnell zu stillen. Auch sollte bekannt sein, dass besagte Wale nicht lange danach schauen, was sonst noch im Weg ist. Als dieser Wal also die leckeren Sardinen einatmete, interessierte es ihn herzlich wenig, dass da plötzlich ein Mensch in seinem Maul herumkraxelt. In letzter Sekunde konnte der Taucher entfliehen, er wäre sonst im Bauch des Wales gelandet. Eine der ältesten Kreaturen der Menschheitsgeschichte. Der Grauhai klingt vom Namen erstmal nicht so interessant. Sind nicht die meisten Haie grau? Doch der Grauhai gehört zu den ältesten Kreaturen auf diesem Planeten, über die zudem nicht sehr viel bekannt ist. Eine Gruppe von Forschern aus Florida unternimmt aktuell einen weiteren Versuch, um mehr über den Grauhai zu erfahren. Dafür ist die Gruppe in einem U-Boot unterwegs und versucht, das Tier mit einem GPS-Tracker zu versehen. Was man über die Tiere weiß, sie leben 1400 Meter unter der Wasseroberfläche, haben leuchtende Augen und 6 Kiemen. Sie bewohnten den Planeten schon vor den Dinosauriern.
Mehr wissen wir über diese riesigen, prachtvollen Grauhaie nicht. Die Forscher konnten ihr Glück nicht fassen, als sie ein Exemplar im Meer entdeckten. Vielleicht gelingt in der Folge endlich ein Wissensdurchbruch. Das waren 10 spannende, atemberaubende und verwunderliche Entdeckungen, die Taucher während ihrer Abenteuer unter dem Meer erlebt haben. Hast du Lust auf einen Taucherurlaub bekommen oder schrecken dich die potenziellen Gefahren im Wasser eher ab? Eins ist klar, die meisten Taucher suchen eher die Ruhe und Entspannung, aber viele möchten eben jene Abenteuer immer und immer wieder erleben. Deine Meinung interessiert uns. Was sagst du zu den 10 Entdeckungen? Wäre da auch irgendwas für dich dabei? Kannst du dir vorstellen, einmal selbst unterm Wasser zu forschen oder gehst du diesem Hobby bereits nach? Hinterlass uns gerne einen Kommentar unter dem Video. Wir sind schon gespannt, was du zu sagen hast. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.